Jo Leute, was geht? Mein Name ist Adrian und willkommen zum neuen Video von mir. Eigentlich wäre dieses Video schon heute Morgen online gekommen, aber ich habe ein neues Laufband geholt, denn mein altes ist durchgebrochen beim Laufen. Yay, so mach mein Cut, weil dann ist kein One-Taker. Es ist wieder super, super viel passiert in Metin. Ich bin nicht nur Map 2 diesmal gewesen, also ich war viel Map 2 wegen Super Metin Event und diesmal waren es ja auch nur 5 Metins, nicht 10. Es hat sich auf jeden Fall sehr stark gelohnt, wir haben super, super viele Aura-FBs bekommen, also wirklich sehr, sehr viele. Und ja, what the fuck, was war das? Okay, wir haben dann wieder Diamanten hergestellt, leider ist jetzt auch mal einer gefailt beim Herstellen. Ist jetzt auch nicht ganz schlimm. Dann haben wir Konzis geschenkt bekommen und Seelensteine. Vielen, vielen Dank nochmal. Und den Eisterli haben wir nicht geschenkt bekommen. Keine Angst. Ich habe dann da mal kleine Segnung draufgezogen, so als Dankeschön. Beziehungsweise, ich schätze mal, beziehungsweise, wenn das geklappt hätte, weil es sind die kleinen Segnungen, die klappen halt nicht so oft, hätte ich da auch noch Yang für bekommen. Egal. Hat leider nicht geklappt, haben wir natürlich auch zurückgegeben und wir haben auch, weil wir haben so ein bisschen gesprochen, ey, was sind noch deine Ziele und so, ich hatte das ja letztes Mal erzählt, hat er mir noch einen Form S plus 9 gegeben, weil ich ja nur eins mit 13 DSS hatte. Sagt er, das geht nicht, nee, brauchst mindestens 30. Ja, haben wir genommen, wir haben eine Goldheizkette bekommen für die 45er Medien zum Farm, vielen, vielen Dank. Das andere VMS mit 13 DSS, das haben wir dann verschenkt, das sehen wir aber auch gleich. Das haben wir nämlich einen Kollegen von mir gegeben, der hier spielt, denn ich finde, man kann auch anderen Leuten was Gutes tun immer. Ne? Wir wollen ja nicht immer alles für uns behalten. So, ja, Laden habt ihr auch gerade gesehen, steht, wir haben 3 Läden insgesamt gemacht. Ich weiß bloß nicht, ob es jetzt im Video zu sehen ist. Einmal ist der Laden leider zugegangen. Da musste ich den direkt neu machen. Das Lustige ist, ich habe nach 5 Minuten schon so viel Verkauf gehabt, dass ich einfach komplett einfach neu stellen konnte. Aber das habe ich leider nicht aufgenommen. Ja, Alchi bin ich auch sehr extrem dabei. Sehr extrem, sehr stark aktiv dabei am Farm. Seit 2 Tagen nicht mehr. Wunderbar, so muss das sein. Gut, ich muss sagen, real-life-mäßig bin ich halt auch viel unterwegs wieder. Gestern auch wieder schön Billard spielen gewesen. Dann schön essen gewesen in Celle wieder. Das ist, muss ja auch mal sein. Da hatten wir ein Fußballspiel, wo wir gewonnen haben. Ja, gut. Das war der 45er-Metin. Den habe ich komischerweise wieder nicht aufgenommen. Zum Thema 45er, wir schaffen den, ich habe 5 45er Medians gehauen, einmal bin ich gestorben. Das VMS macht super viel aus und die Goldheizkette auch, ne? Weil Goldheizkette ja Pfeildelf hat, gut für die Bogenschützen. Hat natürlich 500 TP weniger, aber es macht schon viel aus, diese Pfeildelf. Und dann habe ich das mal getestet mit der Jungheldenwaffe und dem Vollmondschwert. Ich muss sagen, das Vollmondschwert ist 1000-mal besser. Also die jungen Helden macht euch mehr AW, Angriffsspeed mein. Entschuldigung, Angriffsspeed. Gut, kann viel bewirken, aber ja. Ja. Gut, da habe ich mich wieder aufgeregt. Ich habe Yutnori gespielt, dieses richtig mega geile Spiel. Und wir haben über zwei, also wir hatten ja 210 Punkte, ne? Und ich finde das total kacke, dass man da noch immer kein Gold hat. Das war's. Ich glaube, 230 braucht man für Gold. Das ist so schwer, das hinzubekommen. Eigentlich müsstest du wirklich entweder fast nur 5 haben oder du hast diese Chars einfach direkt gestackt und gehst einmal zurück. Ne? Das ist auch entspannt. Ach, weiß nicht. Drecksspiel. Gut. Jemand hatte Dings gesucht hier. Wie heißt das? Im Spinnennetz, es gab keine auf dem Markt, genau wie Spinneneiersäcke. So, dann dachte ich, ja, scheiß drauf, schreib mal an, wie viel möchtest du, was zahlst du dafür? Habe ich mal so angefangen. Ja, es gibt gerade keine, ich gebe dir silberne Yutnori-Trophäen. Dachte ich, okay, ja, können wir machen. Ne? Total gefreut. Achso, es gab Eiersäcke, Entschuldigung, aber die waren, also es waren zu, wie nennt man das, es waren nur so Packs mäßig für 20 Kaka oder so. Da hat er auch keinen Bock drauf.
Gut, da hatte ich nebenbei jemandem geholfen mit Glas des Handelns, habe ich dem was rausgesucht. Ich bin da eigentlich immer ein bisschen vorsichtig, weil man da Leute ja auch immer mit abziehen kann. Bloß die Ebis, gut, hat mich jetzt nicht gestört, wenn er mir jetzt dafür kein Geld gegeben hätte. Ich hätte sie selber benutzt, das waren die günstigsten. Aber ja, ich habe dem mal kurz geholfen mit Glas. Ja, wir sind da ganz entspannt. Und ja, Map 2, ich habe jetzt so viele Vollmondschwerter schon aufgehoben. Leider fehlen die immer auf plus 5. Das ist immer sehr ärgerlich. Aber wir nehmen sie ja trotzdem mit und abnehmen sie, ne? Wenn mal 1 plus 9 geht, kann man immer gut verkaufen oder selber nutzen oder für Gewinnspiel, was weiß ich. Young haben wir auch viel gemacht, 97. Kaka wieder, also wieder ein Won am Tag. Entspannt. Und dann auch direkt den nächsten Laden gestellt mit diesen ganzen Yotnori Bündel-Dingern, die wir da bekommen haben. Das ist jetzt Laden 2, ne? Ich muss mich auf jeden Fall nochmal bedanken an alle Zuschauer, die mir zuschauen. Und ich weiß, dass meine Anzahl an Klicks natürlich runtergegangen ist, dass viele nicht mehr kommentieren. Und dann sagen auch viele, warum machst du denn überhaupt noch Videos, wenn du nur noch statt deiner 2.000-3.000 Klicks nur noch so 400 machst oder so. Ich bin trotzdem sehr dankbar dafür und ich kriege jeden Tag oder öfters am Tag auch mal so eine PN. Ey Adrian, ich finde deine Videos total entspannt, total nice. Vielen Dank, dass du Videos machst und ich finde das total cool. Und vielen, vielen Dank für diese Nachrichten. Das freut mich immer wieder gerne. Und dann würde ich auch für nur 100 Klicks diese Videos machen. Ne? Für 99 Aufrufe würde ich keine Videos machen. So, nee, Spaß beiseite. Also vielen, vielen Dank dafür. Ich freue mich immer wieder, wenn ich in-game mal so eine Nachricht bekomme oder so auf Instagram. Ey, Adrian, deine Videos sind total entspannt. Das freut mich immer zu hören. Ne, das ist total lieb und ja. Ist cool. So, Captain Kenpachi wollte ein Vollmondschwert haben. Ich sage, ich bin da und da. Er hebt Sachen auf. Er läuft an mir die ganze Zeit vorbei. Ich musste ihm hinterherlaufen. Ich stehe neben ihm. Auch geil. Total. Ja. Dann hat er mir dafür 7 KK gegeben. Das wollte ich eigentlich, also das wollte ich für die Inventarerweiterung haben. Das VMS und so habe ich ihn halt geschenkt. Jetzt fühle ich mich schlecht. Also, beziehungsweise ich habe mich dann schlecht gefühlt, weil er gesagt, ja, jetzt hat er keinen Yang mehr. So, dann war ich so unterwegs, ich dachte, scheiße, Mann, eigentlich auch doof, ne? So, weil, ja, ich habe gerade so viel Yang. Ja, weiß ich nicht, ne? Muss nicht sein. Gut. Aber, da kommen wir gleich noch zu, der hat dann Aura gesucht, Aura BDV, weil er zuerst Kampfrausch hochgezogen. Und dann dachte ich, okay, dann kaufe ich ihn die kostenlos. Dann kommt das wieder so ungefähr hin. Aura BDV, ich habe erst so gedacht, ey, was ist denn los mit ihm? Aber ist gar nicht mal so dumm, weil KR BDV einfach tausendmal teurer ist. Und wenn du theoretisch ziemlich schnell auf 34 levelst, auf 34, perfekt, ne, so hoch levelst, dann am nächsten Tag sozusagen schon einen zweiten M-Skill hast oder am gleichen, dann interessiert das ja auch nicht. Gut, dann dachte ich, ja, dann ist es schon sinnvoller, erst KR hochzuziehen, dann Aura. Aura BDV ist auch günstiger, dachte ich mir. Aura BDV, ich muss jetzt gerade nachdenken, ich glaube, 1 KK hat das erste gekostet und das zweite ging ab 5 KK los. Ich weiß gar nicht, ich müsste mir gleich eine Aufnahme sehen. Ich muss mich auch ein bisschen entschuldigen, weil ich ja gesagt habe, ich würde gerne mal so streamen und neue Videos wie Leak aufnehmen. Irgendwie mache ich das nicht. Und ich weiß, das ist ein bisschen blöd, aber ich bin ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie ich die Highlights rausschneiden soll, weil Leak-Folgen komplett hochladen ist, ich glaube, das ist komplett useless. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand einen ganzen Part anschaut, wie ich 40 Minuten da eine Runde Leak spiele. Ich glaube nicht, dass man sich sowas anschaut. Also, so im Stream ja. Außerdem bin ich ziemlich scheiße. Also ich spiele halt so mit Leuten, die Smaragd oder so sind oder Diamond. Ich kenne mich da nicht so aus. Achso, ganz wichtig, hier VCK M7 gelesen. Ne? Danke nochmal. Wegen den Konzis. Total geil. So, auf jeden Fall, League. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass sich da jemand eine ganze Folge reinballert, wie ich da halt 20 Mal sterbe, weil ich mit den Leuten das spiele. Also im Stream ja. Aber Stream, ich habe zurzeit auch nicht so Bock, beziehungsweise ich will das, eigentlich hätte ich schon Bock, aber ich
muss es halt nochmal richtig einrichten. Weil wir hatten letztes Mal Probleme mit den Donations zum Beispiel und das fand ich ein bisschen schade, weil es wurde donated, aber es wurde nicht angezeigt. Das musste ich im Nachhinein dann nochmal so rein einstellen, ne, dass man die Donation nochmal im Nachhinein sieht. Es war sehr, sehr komisch. Ja, und dann viele haben ja gesagt, hier nimm doch mal so ein Surprise, wie heißt das da, also Abonnentensystem mit rein, so ein Subsystem, wäre doch ganz cool. Ich würde da gern reins haben. Ich weiß gar nicht, ob ich das machen will. Also an sich ist es vielleicht ganz cool, aber da muss man wieder, ich weiß, ach, keine Ahnung. Ich muss da mal irgendjemanden fragen, der Ahnung hat, ob ich das machen soll. Und dann muss man ja wieder auch da jemanden haben, der einen das einstellt. Klar, kann man alles selber machen. I don't know. So, gut. Ja, es war wieder super Medien-Event. Wieder alles Mögliche mitgenommen. Aura-FBs habe ich ja erzählt. Wir haben super viele, glaube ich kann es gar nicht abzählen. Segen-FBs, HDD-FBs. Auch mega teuer geworden. Ne? Gut. Und jetzt kommen wir zur Aufnahme mit Aura des Schwertes. Ich dachte, jo, komm, ein oder zwei, das reicht ja. Hat leider nicht geklappt. Also beide FBs gefailed. Eine Gilde haben wir auch gegründet, just for fun. Ich habe erst überlegt, brauchen wir überhaupt eine Gilde? Und dann, ach, und ganz schnell, bevor ich es vergesse, dieses scheiß neue System ist doch nicht so geil, wie ich dachte. Erstmal funktioniert das nicht. Da steht, du bist nicht online. Er ist grün. Und manche, dann steht, er ist online. Und ich finde die gar nicht mehr in der Freundesliste. What the fuck? Was ist das? Ich will das alte System zurück. Ich kann mit dem neuen nicht. Das macht keinen Spaß. Also, es ist an sich eine schlaue Idee, aber nein. Nein, nein, nein. Bitte nicht. So, Laden ist auch leer. Gilde haben wir gegründet. Ja, obwohl lohnt sich das jetzt, dass wir die gegründet haben oder nicht. I don't know. Wir werden es sehen. Wir hätten auch einfach eine Gilde joinen können. Was weiß ich. Gut, wir kommen langsam zum Ende des Videos. Ne? Wir haben jetzt hier nochmal Alchi hergestellt. Dann waren wir gleich nochmal bei den Cores. Denn ich muss gerade überlegen. Nee, nee, wir haben noch kein Core abgemacht, glaube ich, in der Folge. Beim letzten Mal hatten wir gehabt. Da ist ja alles gefailed. Aber hier hatten wir richtig Glück. Der Saphir hatte nämlich gefailed. Aber wir haben Jade hergestellt und einen Rubin und den haben wir natürlich in den Laden gestellt. Gut, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich wahnsinnig über einen Daumen nach oben freuen, wenn nicht über einen Daumen nach unten mit einem Kommentar, was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen. Dann sage ich danke fürs Zuschauen, haut rein, bis zum nächsten Mal, euer Adrian, Peace, bis bald. Ach ja, und hier haben wir ganz viel verkauft, ne? 4,1, 4, 5,7 Won, so Adrian, ciao, bis bald, miau.